Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3, das Spiel, das immer ruckelt. Ja, wir sind hier jetzt vor Ishtar, beziehungsweise noch hier am Dorf vor Ishtar. Ich würde sagen, wir fangen damit zuerst an. Ich gucke mal. Die sind aber auch schon sauer auf uns. Also nicht Jetzt wirst du verbündet. sterben. Das ist dein Ende. Ja. Leute, es gibt einen Kampf. Den ersten haben wir. Leute, es gibt einen Kampf. Nicht nachlassen. So. Hier sind sie alle erledigt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Folge dauern wird, weil Ishtar soll ja die Hauptstadt sein. Von Zuben, die wichtigste Stadt sogar. Und ich weiß jetzt noch nicht, wie lange der Kampf sein wird hier. Und was wir dann für einen Questerfolg bekommen, so wenn wir Ishtar befreit haben, ob dann auch sowas kommt wie du hast ganze Barrand befreit. Das ist dein Ende. So. Kaffer. So, Kaffer haben wir besiegt. Nein, nicht das Wasser. Das Assassinenmesser hier. Was ist mit ihm hier? Deine letzte Stunde hat geschlagen. So. Noch was zum Looten? Nö. Dann haben wir jetzt das Dorf hier vor auch einmal befreit. Komm, wir trinken noch ein bisschen Wasser, damit Leben voll ist. So gehört sich das. So. Die sind uns gegenüber noch neutral. Also. Die juckt es noch nicht, dass hier jetzt alle Assassinen weg sind. Speicher noch mal, bevor wir da hochgehen. Und dann. Dann geht Ja, geht der letzte Kampf hier in Warand los, würde ich mal behaupten. Dass du mir nicht entkommst. Da. So, komm. Komm, den ersten will ich. Deine letzte. So. Wirst du sterben. Jetzt kommen sie alle. Zugang ist da. Gescheitert, okay. Gehe hier aber trotzdem einmal hoch. So. Einmal heiltrank. Ich glaube, die kommen jetzt alle wahrscheinlich. Ja, jetzt kommen sie alle. Jo, sie kommen wirklich alle. Oh nein, der Magier. Den zuerst loswerden, ja. So. Da.
kommt noch kein Magier. Okay, jetzt wieder ein kleines Problem. Einmal hier rum. Heilen, 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 beeil dich! Renn! Ich werde dich töten! So, jetzt. Jetzt stirbst du! Bleib stehen, du Hund! Da! So, komm. Alter, wir kämpfen es aber auch mit dem Anvisieren hier. Bleib stehen. Das ist manchmal so beschissen mit dem Anvisieren. So, hier kommt die nicht hoch, oder? Doch. Aber der hat mich nicht getroffen, immerhin. Wo visiert er hin? Jetzt wirst du sterben. Ich werde dich töten. So, weit genug entfernt. Jetzt können wir trinken. So, nächster. Wo visierst du hin wieder mal? Okay, da kommt schon der nächste. Magier, 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 Magier. Also jemand, der zaubern kann, wieder. Wo ist der hin? Der Zauberkünstler. Surus. So, der Kampf mit Zuru, Stärke plus 1. Rufen nicht. Nice. So, wie viele sind denn hier? Okay, einmal kurz wieder abhauen. So, hier kann ich noch mal trinken. So, wo ist die Musik? Ah, jetzt! So, wieder einen weg. Bleib stehen, du Feigling! So, ich hoffe, der kann nicht zaubern. Nun wirst du sterben. Ja, bis jetzt geht's noch, ne? Okay, das war jetzt doof. Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Da kam jetzt der nächste Magier. Wie viele Magier haben die hier? Oder ich renne da durch und suche mir drinnen irgendwie eine Position, wo ich gegen die alle kämpfen kann. Wo ich mehr Versteckmöglichkeiten hätte. Da habe ich jetzt alles befreit. Wir waren ja schon einmal eingebrochen.
glaube, drinnen hätten wir bessere Chancen. So. Jetzt wirst du sterben. Bleib stehen, du Hund. Komm her. So. Wo ist eine gute Position? Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Jetzt wirst du bluten. So, oder vielleicht direkt zu zugen, niemand reinrennen. Kommt mir. Niemand entkommt mir. Da. Da. Jetzt wirst du sterben. So. Da ist zugen. Oh, die haben Löwen. Okay, das ist bitter. Aber die Musik hat sich jetzt geändert. Ich glaube, weil das schon das Finale ist. Zuben ist ja der Anführer der Assassinen. Und deswegen, die Musik hat sich jetzt geändert. Gefällt mir auch viel, viel mehr. Was wäre, wenn ich jetzt schaffe, nur einen anzulocken? Bleib stehen, du Hund! Ja, komm. Wenn ich einen nach dem anderen rauslocke. Zugang zu Ishtar gescheitert. Okay. So, nochmal snacken. Er zählt jetzt offiziell als tot. Den nächsten vielleicht. Vielleicht muss ich wirklich einfach nur einen nach dem anderen rausblocken. Bleib stehen, so. Du Feigling! Ja, komm her. Ich bin bereit. Okay, ein bisschen wieder Abstand gewinnen. Da haben die anderen bloß nichts mitbekommen. So, nochmal speichern. So, komm her. Ja, komm, mein Kleiner. Na, komm. So. Es ist jetzt noch kein Krieg ausgebrochen. So, wer von den beiden kommt jetzt? Der da hinten? Bleib stehen, du Hund! Na, komm du her.
So. So, den haben wir auch. Ich glaube, das liegt wirklich daran, wenn ich Zeugen habe, die sehen, dass ich jemanden getötet habe, dann beginnt der Krieg. Jetzt stirbst du. Wenn ich jetzt einen nach dem anderen rauslocke, dann sehen die das ja nicht. Gleiches Beispiel war ja Treles. Bleib stehen, du Feigling. Hätte ich vor den Augen der anderen einen der Orks da getötet, dann wäre da auch sofort dieser Krieg gewesen. So. Hier gibt es jetzt keine Zeugen. Ich kann die einen nach den anderen eigentlich rauslotsen. Wieder mal. So, da haben wir einen Teleportstein. Das speichern wir noch einmal. Jetzt haben wir den Teleportstein. Komm her, wir kämpfen draußen. Draußen, wo uns keiner sieht. So, noch ein paar Meter zurück. Nein. Jetzt steckt. Das war alles andere als schlau. So, aber wir sind wenigstens oben gelandet. So, da kommt jetzt jemand hier entlang. Okay, jetzt habe ich ein kleines Problem, weil zwei kommen. So, wird mich jetzt einer von denen sehen? Komm her! Der sieht mich, okay. Dann locken wir den raus. Mit den beiden Wachen da vorne wird es ein bisschen schwieriger. So. Hat keiner gesehen. Nochmal speichern und den nächsten rauslocken. Wer kommt? Wer hat mich? Ah, der da unten. Ah, die haben mich gesehen, okay.
Und jetzt? Finde ich gerade sehr interessant. Ugrasul? Ugrasal, Entschuldigung. So, ein bisschen tanken und... So. Erst, ne, zweiten wichtigen Charakter hier von der Stadt haben wir erledigt. Von Ishtar. So, ich trinke eben nochmal einen Schluck. Gibt's auf der Seite genauso? Nö. Okay, wir haben da den ersten. Hat jetzt jemand anderen erwartet? Also einen von den beiden da unten? Da kommt der. Aber auf diese Art können wir vermeiden, hier von den Magiern direkt auch angegriffen zu werden. So. Nochmal kurz speichern. Und selbst wenn wir jetzt aus Versehen es hinkriegen, dass die alle uns angreifen, attackieren... Okay, wir machen den da. Dann können wir den anderen auch schon anlocken gleich. Und dann ist das Tor auch schon mal frei für uns. So, und nochmal speichern, habe ich gesagt, speichern. Das heißt, den können wir jetzt noch anlocken. Und dann können wir von denen auch einen nach dem anderen anlocken. Dann machen wir, ich glaube, den äußeren Ring zuerst frei. Hier. So, haben wir. Und nochmal speichern. Speichern viel zu viel, aber besser zu viel speichern als zu wenig. So, aber da unten waren auch nochmal drei.
werde dich töten. Ja, dann komm du. Niemand entkommt mir. Ja, finde deinen Weg hier hoch, bitte. Keine Ahnung, wie du heißt, aber ich kenne hier nur einen vom Namen, auswendig zumindest, und zwar den Zuben. So, ach, Muntasier, okay. Ja, vielleicht noch ein paar Meter Abstand. So, der hat eine Banane. Dann haben wir den Muntasier auch noch erledigt. So, hier unten sehe ich jetzt keinen. Gesundheit. So. Nochmal Gesundheit. Du entkommst mir nicht. So, ich bin noch in seiner Reichweite. Okay. Dann machen wir nur ihn erstmal. Hier, guck mal. Du darfst dich zu deinen Freunden gesellen. Es wird auch langsam dunkel. Noch immer kann? Ne, ich wollte schon sagen. So, ja, ich bin am Speichern. So. Den nächsten bitte. Was ist das eigentlich nochmal für ein Schwert, was wir hier haben? Das ist der Paladin-Schwert. Ah, okay. Und Nordmar-Schwert. Den habe ich noch nicht vergiftet. So, warte mal, dann den Paladin-Schwert. So. Und es vergiftet jetzt. Das speichere ich noch einmal. Ich dachte, den hätten wir schon längst vergiftet gehabt, aber nee, hatten wir nicht. Ne, komm einfach. Der hat uns noch nicht im Visier. So. Ich bin nah genug ran, ne? Um ihn rauszulocken. Kommst du? Okay, jetzt hat er mich ein paar Mal getroffen, aber ist egal. Wo ist... Ah, da war's, gerade irgendwo.
war das. Okay. So, nochmal speichern. So, wie sieht's hier aus? Komm her! Bleib stehen, du Hund! Krieg ich den angelockt? Ja. So, und ich bin noch in seiner Reichweite. Perfekt. So, komm. Ist jetzt noch kein Krieg, hä? Perfekt. Das heißt, wir können immer noch alle einzeln anlocken. Dann wird die Folge heute ein bisschen länger, bis wir Ishtar befreit haben. So, der da unten habe ich gesehen. Okay, was? Ich dachte, der da oben wird mich sehen. Bleib stehen, du Hund! So, ich lock ihn mal raus. So. So, ist das Schwert immer noch vergiftet? Ja, perfekt. Speichern. Es bleibt auch vergiftet. Okay, das Gift nutzt sich nicht ab. Zumindest nicht so schnell. Ich spieß dich auf! So, finde deinen Weg hier hoch, bitte. Wir kämpfen draußen vor der Tür, ja? Deine Freunde sind auch schon da. So, jetzt ist die Frage, wie viele sind noch auf der Seite, die mich sehen könnten. Komischerweise, der sieht mich nicht. Der da hinten hat mich eher gesehen gehabt, als der am Kiffen ist. Alles klar. Komm her, du Hund. Sorry, aber ich wollte das auch einmal sagen. Wenn die das sagen dürfen, dann warum nicht ich auch? Emmet! Der Nächste mit dem Namen. So. Noch
ein Assassinenschwert, perfekt. So, jetzt müsste der hier mich aber sehen können, oder? Das ist dein Ende! Bleib stehen, du Feigling! Ne, wir wollen draußen campen, ja? Ich frage mich, was die Sklaven denken hier. Da kommt jemand immer wieder rein, geht immer wieder mit jemand anderem zusammen raus, aber kommt alleine immer wieder rein. Jemand, den die bisher noch nie gesehen hatten. Kasim! Wieder einer mit einem Namen. Ich glaube, von den Leuten hier in Ishtar, ich werde hier von jedem den Namen vergessen. Außer von Zuben. Zuben ist der einzige, dessen Namen ich hier mir merken konnte. Ich finde es aber auch lustig, wie die, von denen die Stimmen einfach klingen. So. Hat er auch einen Namen? Oder? Das hat nur so ein namenloser Assassine. Die liegen hier aber auch alle gleich. Ne, das ist einfach ein Kämpfer. So. Auch wieder vorbei mit dem. So, jetzt ist die Frage, wie viele sind noch hier auf der Seite übrig? Ich glaube, der Schmied war ja auch irgendwie böse. Jetzt stirbst du! Jetzt wirst du bluten! Jetzt stecke ich hier fest. Ich stecke hier fest. Ich frage mich, was das Problem von dem Schmied ist. Ist er nicht auch ein Sklave hier? Gefangener? Ich finde es lustig, dass sein Arm in seinen Bauch hineingeht. Sein Unterarm. Sven. Sven, warum bist du so? Sven, ich wollte das nicht tun, aber du hast mir keine Wahl gelassen. Geht's immer noch los? Okay. Hat das mit den Speichern zu tun, dass immer noch Kampfmusik läuft? So, jetzt müsste nur noch er hier übrig sein, ne? Du entkommst mir nicht.
Musan. So, okay. Ich glaube, hier gibt's nichts mehr. Bananen, Äpfel? Nein. Nicht während eines Kampfes? Bin ich in einem Kampf? Mit wem? Niemand entkommt mir! So, wer bist du denn jetzt? Was ist mit ihm? Makas. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm war, aber... So, Kampf ist vorbei. So, Gold nehmen wir mit. Wein nehmen wir mit. Noch eine Münze, die da liegt. So, das speichere ich. So, hier drinne haben wir auch noch ein bisschen was zu futtern. Ich brauche einen Dietrich. Ich brauche einen Dietrich. Ich brauche einen Dietrich. Wurzel. Gibt es hier jemanden, der hier wohnt? Was haben wir denn da? Schmuck? Gold? Brot und gebratenes Fleisch. Perfekt. So, den hatten wir. Wasserfass einmal. So, Gesundheit ist voll. Wo führt das hier hin? Ich mag die Musik hier. Schnitzblock, Fläschchen. Nehmen wir alles mit. Also hier ist die Musik definitiv ein bisschen besonderer. Goldpokal. Noch eine Kelle. Pfanne, Schmuck. Speicher jetzt einmal, bevor ich dann den Weg da hochgehe. Weil ich das Gefühl habe, wenn wir den hier hochgehen, kommen da uns die Leute von der anderen Seite der Brücke entgegen. So, Brot und Bananen. Hallo, Banane. Ich will die Banane. Da war's. Okay, von hier hinten konnte ich die erste ergreifen. So, eine halbfertige USA-Flagge.
auch noch mit. Und das hier. Hier speichere ich noch einmal. Für den Fall. Eine Bürste. Ein Besen. Okay, wo genau bin ich jetzt? So, was ist das denn? Holzkraut. Du schleichst herum wie ein Dieb. Ach, wir sind jetzt hier oben gelandet. Nochmal kurz speichern. Weil wir sind im unteren Ring ja noch nicht fertig gewesen. So, die Waldbeeren nehmen wir auch noch mit. Hier im ersten Ring. Die Seite haben wir fertig, aber die Seite haben wir noch nicht. Daher würde ich jetzt nochmal speichern. So. Bleib stehen, du Hund. Ja, komm. Wir haben draußen noch was zu erledigen. Hier, da sind all deine Freunde. Nochmal speichern. So, kriegen wir den ein? Jetzt wirst du sterben. Perfekt, einen haben wir. So, komm. Komm, komm, komm. Hier können wir kämpfen und stört hier niemand. So, wir wurden von niemandem belästigt. So, komm. Nein, ich wollte nicht beide. Ich wollte nicht beide. Ich wollte nicht beide. Du entkommst mir nicht. So. So ist in Ordnung. So können wir das machen. Bleib noch ein bisschen raus. Der Sklave könnte als Zeuge zählen. Okay, speichern.
und den nächsten rausholen. Du entkommst mir nicht. Ja, komm. Mag sein, dass ich vielleicht ein Feigling bin, aber... Das ist alles nur strategische Kriegsführung hier, ja? So, speichern und gucken, ob da unten jetzt noch irgendwo Assassinen rumlaufen. Ja, da hinten ist noch einer. Keine Ahnung, wer mich von wo gesehen haben soll. Ah, der. Keine Ahnung, wo er mich gesehen hat. Oder wie er mich da durch die Wand gesehen hat, aber... Bleib stehen, du Hund. Ja, komm raus. Hier. Da. Eine Wache, ah. Da. Da. So, das war's mit der Wache. So, der hat mich jetzt ein Fleisch gekostet. Unglaublich. Frechheit. Und speichern. So, der hat mich gesehen. Ah, erster Zauberer. Das sind die beiden Zauberer, okay. Bleib stehen. So, Heiltrank eben. Versucht den ersten oder einen von denen anzulocken. Du entkommst mir nicht. So, der soll bitte hinterherkommen. So. Hey. Du entkommst mir nicht. Da. Okay, jetzt hat er mich einmal getroffen. So, hier nochmal ein Heiltrank. Surus. Der Kampf mit Surus hat mir ein Stärke gegeben. Ja, der war, ich hasse die Leute hier, die zaubern können. Das war aber der Surus, okay. Einmal speichern. Dann ist da noch einer. Okay, wer? Wer und wo? Da drinnen vielleicht? Ja, da. Bleib stehen, du Hund. So, kommst du? Ich wusste, dass du mir nicht entkommst. Ja.
So, hier hin. Und ein Heiltrank. Perfekt. Lava. Was war das denn für ein Ding? Irgendwas mit zwei Schwertern? Warte mal. Ach, Ishtar. Er war der andere mit... Ah, okay. So, Heiltrank. Das war jetzt der zweite Zauberfähige. So, was ist mit ihm? Ich wusste, dass du mir kommst. Da! Ja, jetzt hat er mich erwischt. Bleib stehen, du. So, Heiltrank. Und dann nochmal anlocken. Kommst du? So, schafft das hier hin? Ach, komm. Ich wusste, dass du mir nicht entkommst. Ja! Jo, jetzt hat er mich erwischt. Verdammt. Nein! Ja! Okay, einmal hier hin. Und noch einmal. Ernsthaft? Der ergreift schon wieder? Oh. Ich wusste, dass du mir nicht entkommst. So, wer hat das mit dem Kampf gesehen? Bleib stehen, du Hund. Ich wusste, dass du mir nicht entkommst. Alter, was? Hat er mich erwischt? Was war das denn für ein Scheißzauber? Jetzt ehrlich. Zauber, die um die Kurve schießen. Alter, die gehen mir auf den Sack. Gut, dann gehe ich erstmal vielleicht vorne. Hier gucken, bevor ich den da erledige. Also, von da kamen wir. So, gibt's hier noch den ein oder anderen Assassinen? Das kenne ich schon. Okay. So. Wie sieht's hier aus? Kenne ich das schon? Das kenne ich schon. So. Apropos, warte mal. Haben wir hier wieder was mit Permadings? Permanente Dinge haben wir jetzt nicht, ne? Schade. Gut, dann speichern wir hier einmal. Na,
Dann gucke ich mal, dass ich von dir jemanden angelockt bekomme. Vielleicht den Löwen. So, da haben wir den großen Zuben. So, gegen einen Löwen kämpfen. Könnte eine Herausforderung werden. Löwe? Ey, Löwe, hier geblieben. Da! 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 Ja. Okay, so, nochmal speichern. Essen, meinte ich. Und nochmal speichern. Obwohl, warte mal, wenn wir den da erledigen. Die Sklaven sagen ja nichts. Ich wusste das. So. Ja, die Sklaven sagen nichts. Hier steht was über Alchemie. Ah. So. Den Sklaven ist das egal. Okay, die freuen sich auch, dass wir hier ein bisschen aufräumen. So ein Fläschchen, perfekt. Wasserbecken. Ich weiß jetzt nicht, wie voll unser Leben gerade. Ah, okay, war auf Maximum. Gut. So, vielleicht muss ich jetzt den nächsten Löwen rauslocken. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht, was auf mich hier sonst zukommt. Gleich. Ob das jetzt ein Löwe ist oder einer der Wachen. Das ist ein Ende. Zwei Wachen. Drei Wachen. Bleib stehen, du Feigling. So, wir kämpfen auf der Brücke, ja? So, Elitekrieger. So, die freuen sich. Und die sagen nichts. Die greifen auch nicht die anderen an. Das ist auch schon mal gut. Bleibe ich vielleicht einmal ein bisschen weiter hier, auf der Seite? Niemand entkommt mir! Bleib stehen, du Hund! Na, komm einfach mit raus, ja? Draußen können wir kämpfen. Amok? Der eine hat einen Namen? So. Kamok. Und, wie sieht's aus? Und, wie sieht's aus? Es ist besser, wenn wir nicht viel sprechen. Lust auf eine kleine Revolution?
Lust auf eine kleine Revolution? Du bist ein witziger Kerl, was? Nein, ich meine es ernst. Nein, ich meine es ernst. Wirklich? Pass auf, wir werden keinen Aufstand starten. Das ist absolut unmöglich. Warum sollte ein Aufstand unmöglich sein? Was braucht ihr? Warum sollte ein Aufstand unmöglich sein? Was braucht ihr? Also erstens bräuchten wir sowas wie einen Helden. Den habt ihr. Der eine Chance hat, sich mit Zugbahn zu legen. Verstehe. Weiter? Dann brauchen wir 3 Waffenbünde. Wir wollen ja nicht mit Besen kämpfen. Und? Und wir brauchen jede Menge Heiltränke. Sagen wir 20 Stück. Gut. Das klingt doch schon mal nicht so unmöglich. Hier sind die 3 Waffenbünde? Hier sind 3 Waffenbünde. Du meinst das ernst, was? Ich werde sie an die Jungs verteilen. Hier 20 Heiltränke? Hier sind 20 Heiltränke. Ausgezeichnet. Die können wir wirklich gut gebrauchen. Ich kann mich mit Zuben anlegen. Ich kann mich mit Zuben anlegen. Du? Du kommst vielleicht in den Palast, aber du musst schon die große Prüfung bestehen, damit wir dir glauben. Welche große Prüfung? Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. So, ich mache hier aber einen kleinen Break. Ich bin sofort wieder da. Und ich bin eben auf Toilette, ja? Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Sorry für den kurzen Break. Speichere nochmal, vorsichtshalber, bevor ich da wieder reingehe. So, aber ich musste dringend auf Toilette. So. Dann mal gucken, wen wir als nächstes hier angelockt bekommen. Du entkommst mir nicht. Den da. Okay. Hat einen Moment gedauert, bis er uns findet oder sieht. Aber wir befreien das hier noch. Frage ist nur, wie viele gibt es hier noch? Die ich jetzt wahrscheinlich noch nicht sehe. Die meisten haben wir ja eh schon erledigt. So. Wo ist sein Speer hin? Egal. Dann ist sein Speer halt weg. So, gespeichert. So, kriegen wir den Löwen vielleicht? Ja, den kriegen wir. Nicht zu nah, nicht zu nah. Jetzt, renn! Ach, da ist der Speer. Da! 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 Jo, den... Da. Schaffe ich da. Vermutlich nicht. Renn! Überlebe ich den Sprung? Ich glaube nicht. So, nochmal. Schnell, bevor der Löwe da ist. Da. Da. Ja. Okay, Löwen haben wir geschafft. So, nochmal schnell was schnabulieren. Und nochmal speichern. So, dann müsste jetzt noch eine Wache drin sein. Und Zuben selbst. Ne, da sind mehrere Waffen. Ich werde dich töten. Bleib stehen, du Hund. Ja, komm her. Da sind auf jeden Fall noch mehrere Waffen. So, wir kämpfen aber hier. Da ist ein Speer. So. Nehmen wir mit. Und nochmal speichern, bevor wir
weiter reingehen. Ich glaube, jetzt wäre der nächste, den wir angreifen könnten, Zubin selbst. Denn weiter nach hinten kommen wir nicht, ohne dass Zubin dann auf uns aufmerksam wird. Okay, jetzt kommt andere Kampfmusik. Was hat er denn da für Schwerter? Bleib stehen, du Hund. Okay, Zubin hält deutlich mehr aus. Bisschen Energie tanken. Verdammt. So, einmal heilen, bis er da ist. Jetzt renn! Renn, du Idiot! So. So, noch mal ein bisschen Abstand gewinnen. Ja, jetzt lauf, 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 lauf. Kommst du zu, Bin? Jetzt Abstand, Abstand, Abstand. Wenn ich so gehe, dann... Bleib stehen, du Hund. Okay, nochmal ein bisschen Abstand gewinnen, wegen der Ausdauer. Ein bisschen rennen. So, Ausdauer ist jetzt voll. So, ich gewinne noch mal ein bisschen Abstand. Bleib stehen, du Hund. So, noch mal Heiltrank. So, noch mal ein bisschen Abstand. Ausdauer will ich voll haben, weil dann kann ich schneller angreifen. Wie hat er mich jetzt getroffen? Okay, jetzt brauche ich wieder einen Heiltrank. So.
Wo ist er? Okay, der... Warte. Wo geht er hin? Ich wusste, dass du mir nicht entkommst. So, noch mal ein bisschen Abstand gewinnen. Gleich haben wir ihn. So, noch mal ein bisschen Abstand, damit die Ausdauer voll ist. Bleib stehen, du Hund. Na, komm her. Yo! Was hat der da? Ein Skelett beschwören? Der Stab des ewigen Wanderers? Das Großschwert? Zählt das jetzt? Warte mal, wenn... Ich gehe nochmal rein. Und speichere das auch noch einmal. So, Tänzerin. Noch eine Tänzerin. Was ist los? Gibt sie keine Wache mehr? Was ist denn? Okay, Wache ist hinüber. So, Birne, Äpfel. So, hier ist auch die Wache weg. Was ist los? Noch ein Goldpokal. So, nehmen wir mit. So. Nehmen wir auch mit. Was willst du? Nichts. Alles gut. Wollte nur sicher gehen, dass ich hier auch alles gelootet habe. So, die Bananen. Was ist denn? Hier wird sich's schön leben. So. Nochmal Gold. Ich brauche einen Dietrich. Toll. So, eine Bank. Was haben wir da? Noch ein Teleportstein. So, was haben wir hier? Das kenne ich schon. Okay, davon haben wir aber noch ein Pult. Und da ist Gold drauf. Und Roba führte Krieg gegen die Orks. Und Innos Zorn fuhr auf sie herab. Und Roba war siegreich. Als seine Feinde besiegt waren, sprach Innos zu ihm: Hier sollst du dein Reich gründen. Und Roba tat es. So, ich will dann das Gold. Sonst gibt's hier nichts mehr. Hier ist auch nochmal Gold. Okay. Hab nichts gesagt. So, wo ist denn dieser eine Sklave? Verdammt! Was ist los? Beziehungsweise liegt hier noch was? Ja, sieht nice aus. So, dann haben wir Ishtar auch befreit. So,
Sklave, wo ist Komak oder wie hieß? Hammer. Wir können später noch reden. Pass gut auf dich auf. Okay. Wenn wir ein bisschen Abstand gewinnen und wieder zurückgehen. So. Jetzt müsste genug Abstand gewesen sein. Gehe ich mal von aus. Nee, das war noch nicht genug Abstand. Okay. Gehen wir noch ein bisschen weiter weg von Ishtar. So, gönnen uns noch mal ein Energy. So, jetzt müssten wir weit genug gewesen sein. Dann haben wir die Assassinen geschlagen. Es gibt hier keine Assassinen mehr, was ich schade finde. Ich hätte doch noch gerne irgendwie so eine Assassinenrüstung gekauft von denen. Ja, okay, dann anscheinend ja nicht. Aber ich gehe mal hier vielleicht doch mal kurz pennen, bis zum nächsten Morgen, wenn es wieder heller ist. Verdammt, was ist los? So, bis zum nächsten Morgen. So, haben wir alles wieder voll. Was ist los? So. Einfach mal einen riesen Leichenhaufen hier. Und alles alleine gemacht. Jetzt ist nur die Frage, wie weit soll ich jetzt rennen, bis das dann irgendwie als aktualisiert gilt? Warte mal. Kurz nochmal gucken, wie viele Teleportsteine haben wir jetzt nach Ishtar? Teleportstein? Teleport direkt in Zubins Palast? Ah, okay, wir können einmal direkt in Zubins Palast rein und... Ja, gut. So, ich renne aber trotzdem einmal ein bisschen weiter weg. Ich weiß jetzt nicht, ob das reicht. Vielleicht bis hierhin. Und dann nochmal dahin. Weil ich möchte jetzt gerne die Nomaden dort sehen. So, die Toten sind zumindest schon mal weg. So, die nehme ich schon mal. Befreiter Sklave. Ein bisschen hat sie aktualisiert. Noch ein befreiter Sklave, aber warum sind die nur weiß? Befreiter Sklave. Wo sind die Nomaden? Thank you.
Jetzt ernsthaft, wo sind die Nomaden hin? Kommen hier keine Nomaden? Wird das hier mein Palast sein? Die Tänzerinnen sind nicht mehr da. Doch, da ist noch eine Tänzerin. Was ist denn? Noch eine Tänzerin und noch mehr Bef. Was ist denn? Ja gut, dann... Ich will nicht stören. Sollen die sich amüsieren? In der Zeit, wo ich weg bin. So, dann würde ich sagen... Ab der nächsten Folge machen wir uns wieder auf den Weg von Braga Richtung Geldern. Sylden haben wir ja frei. Geldern fehlt wirklich nur noch, meine ich. Und halt Faring und Vanguard. Daher müssen wir mal schauen, dass wir hier Geldern noch irgendwie... Finde das Geheimnis des Druiden Runak. Finde den Druiden... Hier haben wir keine Mission, hier haben wir nichts mehr, hier nichts mehr, da. Kopfgeldjagd Kurit. Der Stein des Löwen und Kopfgeldjagd Shakir, der Wüstenlöwe. Okay, der Paladin Kalin will seine Magie zurück. Der Paladin Konrad will seine Magie zurück. Gibt es hier noch mehr Paladinigen? Okara braucht mehr Männer. Rokos Höhle, Schmieden in Faring. Beseitige die fünf Anführer der Orkbelagerung innerhalb. Bringe Markus Feuerkelch zum obersten Feuermagier. So, dann haben wir hier. Mal gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall, wir machen uns in der nächsten Folge auf den Weg wieder Richtung Norden. Befreien Geldern. Eventuell auch Faring. Mal gucken, wie wir das mit Faring machen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Orks uns gegenüber schon geschlossen sind, weil wir dessen einzigen Verbündeten, die Assassinen, jetzt alle erledigt haben. Alle Städte befreit haben. Und Stufe 60 sind wir sogar mittlerweile. Das fehlt auch nicht mehr allzu viel bis zur nächsten Stufe. Mal gucken, wie ihr das hinkriegen. Auf jeden Fall sage ich schon mal vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.